Das ist eine alte Schlepperkasse von 1930, die hier ihr Leben lang im Hamburger Hafen Arbeiter hin und her gefahren hat und Kaffeeschuten gezogen hat. Ich pumpe jetzt hier den Öldruck vor von der Maschine, damit die Lager schon mal etwas Druck haben, wenn ich gleich starte. So, wir haben jetzt geschmiert, schalten jetzt die Zündung ein. Und glühen vor. Ölbruch ist gut. Da oben auch. Noch 2 Stunden, bis sich die Museumsschiffe wieder sammeln. Bis zur Parade, zum ehemaligen Treffen auf der Elbe. Die alte Surberkasse liegt noch vor Kehrwieder. Der Schipper will, dass sie mitfeiert dieses Jahr. Just Kleinhüß, deshalb der Extra-Tropfen Öl für den alten Jastrom-Motor. Ich weiß nicht, wann sie das erste Mal teilgenommen hat, aber im Rahmen ihrer Dienstfahrten ja bestimmt. Also von Anfang an, seitdem er gefeiert wird, denke ich mal. Ne? Ob nun Hafengeburtstag war oder nicht, die Surberkasse war immer im Hafen. Und meistens in der Speicherstadt. Das war ihr Wohnzimmer seit 1930. Man musste klein und schlank sein, um in den Fleten was zu werden.
Denn hier gab es Gegenverkehr. Hier war immer was los. Noch vor 30, 40 Jahren. Da war ich mal knapp geboren, da kann ich ja nicht so richtig sagen. Aber ich denke mal, es waren eine Menge mehr Schuten und Schiffe dieser Art noch dort und haben ihre Arbeit noch verrichtet. Denn dieses Schiff war im berufsmäßigen Einsatz jetzt bis vor 20 Jahren. Und es war wohl eins der letzten Schiffe, was hier gearbeitet hat. Hier hat sie gelegen, fast 70 Jahre lang. Unter Deck ist ein Foto, da kann man es noch sehen. Das letzte Päckchen in der Speicherstadt. Noch vor 20 Jahren eine feste Station für die Hafenrundfahrt. An der Backbordseite passieren wir dann drei Schuttern. Schuttern schwamm der Stahlbehälter ohne eigenen Antrieb. Und mit diesen Schutten wird alles Mögliche transportiert. Da ein Schutter haben wir eine kleine Schlepperkasse. Doch die Zeit der Schutten, die ist abgelaufen. Firma Suhr und Konsorten. Ein Quartiersmann hat sie geführt, Gerhard Meyer-Dirks. 1931 hatte er hier angefangen. Eine Kaffeespedition von vielen. Sie sind alle verschwunden, seit 10 Jahren. Die Firma, die Schuten, auch der Quartiersmann, der sich damals nicht trennen wollte. Ja, die Barkasse kann man ja auf jeden Fall noch verwenden. Nicht? Aber die Schuten, ja, vielleicht irgendwie doch noch. Ne? Abgesehen von der ganz kleinen Schute, diese Rade. Aber nein, das ist, muss ich da leider zugeben, das ist da schwierig. Suhr und Konsorten ist Geschichte, bis auf die Barkasse. Die sollte nach Holland verkauft oder in Schrott gehen, weil hier hat sich scheinbar keiner für interessiert. Und ich habe durch Zufall davon gehört, auf der Suche nach einem kleinen Schiff in Hamburger Hafen. Wir stehen ja hier auf historischem Gelände. Das ist ja Ihre alte Familienwerft. Und soweit ich gehört habe, das ist Ihr Großvater gegründet. Können Sie mal was erzählen dazu? Ja, der Hintergrund ist eine Aktion von einem Hamburger Senator, der ganz Bewerder zu einem Gewerbegebiet machen wollte. Und deswegen hatte mein Großvater an der Bille ein Grundstück gekauft, wo jetzt immer noch die Firma Jastram liegt. Nach dem Ersten Weltkrieg war dann die Ausbaggerung der Bille, die bis Moflet gegangen ist, die hat dann aufgehört, sodass wir plötzlich auf dem Trockenen saßen, weil die Bille nur ein Rinnsal ist. So, was machen wir denn jetzt? Wo bauen wir die Motore ein und wo bauen wir die Barkassen? Und deshalb hat mein Großvater hier dieses Gelände gekauft und diese Werft angelegt. Wann war das? Wissen Sie das noch? Das muss so Anfang der 20er Jahre gewesen sein, weil nach Ende des Ersten Weltkrieges ging das ja wieder los. Wir konnten dann wieder Motore bauen, nicht? Und ja. Und auch der Schiffbau, wir waren ja in Hamburg sehr vernetzt.
Wir waren also vor dem Zweiten Weltkrieg, war der Personenverkehr in Hamburg sehr viel mit Barkassen. Ja. Und da hatten wir wirklich also eine besondere Position. Und Sie selber, wie, darf ich fragen, wie alt Sie sind jetzt? Ich bin jetzt 80, ich werde dieses Jahr 81. Und haben hier im Betrieb auch von der Pike auf angefangen? Und nein, ich habe dann Praktikum gemacht, ich habe hier studiert, bin zur See gefahren und bin in Kanada im Bergwerk gewesen. Habe dann auf der Abendoberschule Abitur nachgemacht und dann in Paris und Graz und Berlin studiert Schiffsmaschinenbau. Ja, Sie sind Ingenieur, nicht? Ich bin Schiffsmaschinenbauingenieur. Ja. Diplom-Ingenieur von Berlin. Und sind Sie je eingestiegen in die väterliche Firma? Dann bin ich nach dem Tod meines Vaters 1965, habe ich die Leitung der Firma übernommen. Ah ja. Und habe dann vom Motorenbau umgestellt auf Manövriertechnik. Weil die Leistung unserer Motoren bis maximal 500 PS, die wurden zunehmend von den LKW-Motoren abgedeckt. Und die waren so billig, auch heute noch, weil die LKW-Hersteller, wenn sie nicht genügend LKWs verkaufen, dann haben sie die Motoren, die trotzdem produziert wurden, weil diese Anlagen ja brauchten Produktion, auf den Markt geschmissen, für Aggregate, für kleine Schiffe. Und heute, wenn man sieht, viele kleine Schiffe, Barkassen und so weiter, wenn es sie noch gibt, haben LKW-Motoren. Wir haben ja eine Barkasse im Museumshafen, deren Schiffsführer ich bin. Das ist ja noch eine Originalbarkasse, die hier gebaut wird. Und die hat auch noch den R24, so heißt er, glaube ich, den Dreizylindermotor drin, der bis vor kurzem noch mit Luft gestartet wurde. KRG 24. Richtig, so heißt sie. Ja. Das hieß KRG, das heißt kompressorlos. Weil früher, wenn man sich erinnert an die Geschichte des Dieselmotorenbaus, wurden die Dieselmotoren am Anfang, als man nicht diesen Düsendruck hatte, da wurde der Brennstoff mit Luft eingespritzt. Ja. Aha, okay. Aber das hat nichts mit der Starttechnik zu tun. Nein, die Starttechnik war Starten auf einem Zylinder. Ja, das haben wir noch gemacht bis vor einem Jahr. Ja. Hatten wir noch die Luftanlage, die wird auch jetzt wieder repariert. Und wir haben auch einen Starter verkauft. Wir hatten dann alle Zelluloidfilme aufgekauft, die es gab. Die musste man dann abwaschen. Und die brennen unter Lufteinschluss. Ah, ja. Und da wurde das Ding reingeschraubt und da kam da so ein Film rein, da kam eine Zigarette rein und ging los. 1889 hat Ihr Großvater hier angefangen. Und hat sich denn diese Schiffstradition innerhalb der Familie fortgesetzt? Ja, also 1889 hat mein Großvater sein erstes Vermögen, muss man sagen, gemacht, weil er den Schiffstransport von vier Landen nach Hamburg motorisiert hat. Das wurde damals getreidelt und das wurde mit gestarkt und wo es ging, mit Segeln. Und seitdem ist die Firma in der Hand unserer Familie. Ich habe 1965 nach dem Tod meines Vaters das übernommen und habe dann aus dem Motorenbau heraus und Anfänge meines Vaters über Buchstarruder die Firma umstrukturiert für Manövriertechnik. Und Manövriertechnik, da haben wir entwickelt Querstrahlruder, dann Ruderpropeller, 360 Grad drehbare Antriebe, Hochleistungsruder und auch Strahlantriebe, 360 Grad. Und wir sind heute noch in diesem Geschäft. Mein Sohn leitet die Firma seit ungefähr 2000. Und so ist es innerhalb der Familie geblieben, ist jetzt also die vierte Generation. Ganz sicher ist die so, wie die anderen Schiffe auch alle hier zur Wartung gekommen und zum Bemalen, also die neuen Farbanstrich. Und wir hatten aber eine Reparaturwerkstatt in Hamburg, in der großen Reichenstraße, dort wo jetzt die Züricher Versicherung ist. Dort war unser Stammhaus. Ja. Und dort waren in dem Kanal, in dem Hafen davor, der Commerzbank, da lagen dann die Schiffe und die Motoren wurden dort repariert. Aber wenn die Schiffe zu reparieren waren, Propellerschäden, neuer Farbanstrich und so weiter, dann kamen die hierher und wurden dann hier hochgezogen und hier bearbeitet. Ja. Sie hatten eine eigene Gießerei hier. Wir hatten eine Gießerei und
natürlich Dreherei und alles, was man braucht, um Motore zu bauen, nicht? Und diese Räder, die sind noch original? Das sind original Gussräder. Also hier sind alle Barkassen zu Wasser gelassen worden und die Sur natürlich auch. Und dieses Gerät ist ungefähr 1920 gebaut. Gleich nach der Installation der Werft musste man eine Slipanlage haben. Ja. Und deshalb ist dann auch dieser Wagen gebaut worden. Ja. Der ist in Bewerde in der Fabrik gebaut worden. Also Herr Jastram, wenn Sie sagen, dass dieser Slipwagen etwa 1920 gebaut wurde, hier. Ja. Das heißt, dann sind ja mit diesem Teil alle Schiffe zu Wasser gelassen worden. Also, alle Schiffe. Also weil auch die Sur. Auch die Sur. Unsere Sur. Ja. Ja, das war auch die Sur, weil natürlich ohne eine Slipanlage kann man so eine Werft nicht haben. Dafür sind die Schiffe zu schwer und man kann ja sehen, wir hatten also zwei Slipanlagen. Jetzt ist nur noch ein Wagen da, weil auch Reparaturen, wurden die Schiffe hochgeholt und neue Schiffe wurden hier zu Wasser gelassen. Ja, und da die Sur 1930 gebaut ist, ist sie hier? Besteht ja kein Zweifel, dass die garantiert Nein, hier besteht kein das Zweifel. Erste Mal Wasserberührung ja. hatte. Ach ja, das ist nur noch die alte Winde mit diesem alten Elektromotor. Da hat sich nicht furchtbar viel verändert. Und wie das so ist bei solchen alten Sachen, die halten ewig. Und das ist auch so gedacht worden. Damals konnte man sich nicht vorstellen, dass irgendwas zu Ende geht. Mit dieser Winde ist natürlich auch die Sur zu Wasser gelassen. Und sie läuft auch heute noch, die Winde, und wird heute noch gebraucht. Und wir haben ja vorhin den Wagen gesehen. Der wird dann mit dieser Winde hochgezogen, beziehungsweise wenn die Bremsen losgemacht werden, dann rollt der Wagen auch von alleine runter. Ich stehe jetzt hier vor dem Gebäude, vor einem alten Fenster, was noch ein Originalfenster ist und wunderbar schön restauriert von der jetzigen Inhaberin der Werft. Und da hat sie mir auch ein Bild gegeben von meinem Großvater, der seinerzeit in den 20er Jahren Karl Jastram diese Werft aufgebaut hat, weil die Kanalisierung der Bille, die versprochen worden war, nach dem Ersten Weltkrieg dann nicht mehr stattfand. Sie haben sie 1971 übernommen, da war hier schon nicht mehr viel los. Meine Eltern sind hier mit einem alten Krabbenkutter ins Winterlager gegangen. Und mein Vater ist gelernter Schiffszimmerer und lernte sie irgendwie kennen und hörte dann, dass die verkauft werden sollte und hat sie dann per Handschlag, haben sie immer erzählt, ja. gekauft ja. und haben die dann zur Sportbootwerft umgestaltet. Ja.
Yeah.